Hast auch du dir mal überlegt, Medizin zu studieren und Arzt zu werden? Oder bist du dir vielleicht immer noch nicht sicher? Dann hilft dir dieses Video garantiert weiter, denn in diesem Video wäge ich das Für und das Wider des Arztberufes und des Medizinstudiums ab. Auf der einen Seite habt ihr natürlich dieses selbstständige Arbeiten in einer anspruchsvollen Tätigkeit, die mit einem hohen Maß an Verantwortung einhergeht. Das heißt, ihr sitzt nicht in einem langweiligen Bürojob, ihr macht nichts Belangloses, sondern ihr bewirbt wirklich was und ihr tragt wirklich auch Verantwortung. Das heißt, ihr macht ein Stück weit etwas sehr Bedeutendes für die Gesellschaft und auch für den einzelnen Patienten, mit dem ihr eben zusammenarbeitet. Das nächste Für ist eben, dass es eine abwechslungsreiche Tätigkeit ist. Das heißt, ihr macht nicht jeden Tag das Gleiche. Es ist kein Verwaltungsakt, auch wenn natürlich auch Teile vom Beruf Routine sind, sondern ihr habt eine krasse Abwechslung. Und es ist nicht nur beim Allgemeinarzt so, bei dem das vielleicht auch ein bisschen extrem krass ist, also da sieht ihr wirklich wahnsinnig viel Verschiedenes, sondern das ist auch so, wenn ihr, keine Ahnung, Anästhesist seid oder sowas, weil auch da seht ihr immer wieder Neues und das kann man nicht vergleichen mit jemandem, der, keine Ahnung, 9-to-5-Bürojob bei einer Versicherung hat. Dann habt ihr halt die Möglichkeit, Menschen wirklich zu helfen. In der Wirtschaftswelt hilft man ja immer sich gegenseitig, aber manche Dinge wiegen dann halt doch schwerer als andere. Jemandem das Leben zu retten, jemandem die Möglichkeit zu geben, wieder laufen, wieder sehen zu können, wieder kauen zu können, das alles ist halt dann für die meisten Menschen halt trotzdem nochmal was Größeres, was Schöneres. Da ist halt auch nochmal mit mehr Dankbarkeit zu rechnen. Das Ganze ist halt einfach was Besonderes. Also die meisten Menschen finden das so, dass der Arztberuf was Besonderes ist, auch wenn es natürlich vereinzelt auch Menschen gibt, die einen Arzt als reine Dienstleistung ansehen, die teuer ist. Aber jeder, der mal krank war und auch jemanden kennt, der mal ernsthaft erkrankt ist, der ist Ärzten sehr dankbar und nicht umsonst tragen Ärzte eben ein so hohes Ansehen in unserer Gesellschaft und das halt auch weltweit. Also selbst wenn ihr in den Dschungel geht als Arzt, ihr werdet mit offenen Armen empfangen und ihr werdet immer Arbeit haben. Dann das nächste ist, ja, da habe ich eigentlich gerade schon ein bisschen drüber geredet, ist Anerkennung und Dankbarkeit. Also ihr bekommt halt viel zurück. Da kann man sich halt drüber streiten, ob das jetzt gerecht ist oder nicht und dass man das in anderen Berufen nicht bekommt. Ich bin mir sicher, dass andere Berufe auch verdammt anstrengend sind. Und nehmen wir doch jetzt mal als ein bisschen provokatives Beispiel den Busfahrer. Der ist wirklich über wahnsinnig viele Leben verantwortlich. Der hat eine große Verantwortung. Er kann mit einem kleinen Fehler, einmal nicht aufmerksam, kann er 50 Leute töten in seinem Auto, in seinem Bus. Und er kann auch noch einen riesigen Verkehrsunfall verursachen, wo nochmal, keine Ahnung, 4, 5 Leute sterben. Ja, mit einer kleinen Unaufmerksamkeit während seiner täglichen Routine kann das passieren. Das heißt, er hat auch viel Verantwortung. Er muss auch hart arbeiten. Ja? Das Leben als Busfahrer ist nicht einfach. Du musst jeden Morgen früh aufstehen, jeden Morgen konzentriert fahren. Du musst immer wieder kriegst immer wieder neue Routen, die du überhaupt nicht gut kennst, die teilweise auch echt schwierig zu fahren sind. Auch wenn du die Leistung eines Busfahrers vielleicht nicht mit der eines Arztes vergleichen kannst, ja, also das kann man mit Sicherheit nicht, aber trotzdem ist eben Verantwortung krass hoch und die Anforderung ist auch nicht niedrig. Ich habe da auch schon mal mit Freunden drüber gesprochen, die meinten halt im ersten Augenblick so, hey, was redest du? Ein Busfahrer ist so eine einfache Tätigkeit, das kann einfach jeder. Ja, das mag vielleicht theoretisch jeder lernen können, ja, aber der Berufsalltag ist halt trotzdem krass. Und das möchte ich einfach nur als Relation mal so darstellen, weil diese Menschen kriegen einfach nicht so viel Dankbarkeit in unserer Gesellschaft und nicht so viel Anerkennung. Und das ist jetzt halt was, das ist nicht gerecht. Die sollten auch Anerkennung bekommen. Die haben auch einen riskanten Job. Es ist halt beim Arzt halt nochmal was anderes. Der Arzt hat die Dankbarkeit, die er verdient. Die Anerkennung in der Gesellschaft, die er verdient, die hat die Ärzteschaft als Berufsgruppe sich halt auch über die Jahrhunderte erkämpft. Und die existiert halt auch. Ein weiterer Pluspunkt ist halt, ja, dass man einfach ein breites Tätigkeitsgebiet hat. Dass man sich auch erst spät nach dem Studium spezialisieren kann oder auch noch viel später danach, dass man viel ausprobieren kann, dass es viele Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten gibt und du eigentlich ein ganzes Leben lang krass viel lernen kannst
Und zum Beispiel, wenn du dich einfach für diesen Lernprozess krass interessierst, ne, einfach für die Gesundheit der menschlichen Körper, kannst du eigentlich nie auslernen und du kannst immer Spannendes Neues entdecken. Da bist du eigentlich am Jungbrunnen, der nie versiegt. Also da bist du bei Medizin gut dabei. Das nächste, und das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, und jeder, der sagt, das ist nicht wichtig, der schwimmt meiner Meinung nach im Geld oder hat auch keine anderen Probleme. Ja, das ist ein sicherer Arbeitsplatz und ein sicheres Einkommen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich komme nicht aus einer oberschichtsreichen Familie. Das heißt, für mich ist ein Einkommen sehr wichtig und für mich ist auch ein sehr sicherer Arbeitsplatz wichtig. Ich möchte nicht wegrationalisiert werden in der Digitalisierung und als Hartz-IV-Empfänger leben, denn so kann ich meine Träume nicht verwirklichen, so kann ich keine Familie großziehen und so kann ich eigentlich meine Grundbedürfnisse nicht befriedigen. Also einen Arbeitsplatz möchte ich haben und ich möchte auch ein sicheres Einkommen haben. Man kann nicht davon sprechen, dass Ärzte extrem gut verdienen, auch wenn sie immer an erster Stelle gelistet sind, denn wenn man das auf die Stunde runterbricht, während der Assistenz hat, dann ist es eigentlich gar nicht so viel. Aber dadurch, dass man halt so hart viel arbeitet während der Assistenzzeit, verdient man halt auch viel über Nachtschichten und Zusatzschichten und ja, verdient man gut. Und wenn man sich selbstständig macht in einer eigenen Praxis, dann ist eigentlich nach oben alles offen und der Verdienst ist dann wirklich gut. Dann hat man es geschafft finanziell, wenn man den Kredit der Bank abgezahlt hat, dann geht es eigentlich finanziell bergauf und Sorgen um die Rente oder ja, Sorgen, die Erziehung seiner Kinder nicht bezahlen zu können oder ähnliches, muss man sich nicht machen. Und ein eigenes Haus zu kaufen ist auch möglich, wenn man eine eigene Praxis hat oder Chefarzt ist, dann kann man das auch machen. Ja, also das ist halt eigentlich alles möglich und ich finde, was braucht man mehr? Reich wird man damit nicht, aber ein eigenes Haus kann man sich leisten. Je älter man wird, desto mehr Urlaub kann man sich da auch leisten und ja, mit der Veräußerung der eigenen Praxis kann man dann auch nochmal gut für den Ruhestand vorsorgen. Einen Arbeitsplatz wird man immer bekommen und das ist halt verdammt krisensicher. Also selbst wenn wir einen neuen Weltkrieg haben, was ich zwar nicht glaube oder auch nicht denke, oder wenn Deutschland zu einer Industriewüste wird und es hier einfach gar nichts wirtschaftlich mehr geben wird, dann könnt ihr halt einfach überall anders hingehen. Das ist ein internationaler Beruf. Wie gesagt, ihr könnt halt jetzt wirklich in den Dschungel gehen und als Arzt würdet ihr da aufgenommen werden. Und wenn ihr nicht die Sprache spricht, ja, wenn ihr euch nur mit Händen und Füßen verständigen könnt in einem fremden Land, ihr würdet überleben. Und das würdet ihr wahrscheinlich mit keinem anderen Beruf. Ist also nochmal ein Pluspunkt. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu den negativen Punkten, zu den Kontras, zu den Schattenseiten des Arztberufs. Ja. Das erste ist halt die große Verantwortung für die Patienten, was ich ja auch zu Anfang als Pro-Argument eigentlich geliefert habe. Ja, diese große Verantwortung, die lässt euch halt nie los. Das ist immer da. Ihr könnt nicht sagen, ja, kein Bock auf Fortbildung. Denn wenn das Wissen, was ja immer schneller veraltet, ja, dann dazu führt, das fehlende Wissen, dass ihr euren Patienten nicht mehr so gut behandelt habt, dann sorgt das für Gewissensbisse. Das heißt, ihr müsst euch immer fortbilden. Es gibt da keine, ich habe da keinen Bock mehr, jetzt immer was Neues zu lernen. Ihr müsst halt immer krass am Ball bleiben. Es ist eine harte Verantwortung, es ist einfach viel. Dann das nächste ist hohe Belastbarkeit unter Zeitdruck. Also und auch so eine hohe Belastbarkeit. Es fängt schon im Studium an, es ist einfach eine extreme Leistung, Arzt zu werden und es ist was Außergewöhnliches, es ist kein normaler Beruf. Ja, wenn ihr Geld verdienen wollt und weiß was ich, was für Ziele habt im Leben, dann viel Freizeit, ein schönes Leben, Work-Life-Balance, ja, dann ist der Arztberuf vielleicht nicht unbedingt was für euch, auch wenn ihr da auch eure Nische finden könnt, wo ihr viel Geld verdienen könnt, extrem viel Geld sogar, wo ihr vielleicht nicht so viel arbeiten müsst. Also wenn ihr bereit seid, kurz- bis mittelfristig durchs Medizinstudium und die Assistenzarztausbildung da durchzupreschen, ja, dann könnt ihr das auch machen. Aber für die allermeisten bedeutet der Arztberuf eben eine hohe Belastbarkeit und Arbeiten unter Zeitdruck. Ja. Das nächste ist halt eine emotionale Belastung und schwierige Situation auch seelisch. Ja. Der Tod von Menschen, die Arbeit auf der Kinderkrebsstation, das Elend, das man mitbekommt, das Unglück, die Schattenseiten der Menschen, auch teilweise die Niederträchtigkeit der Menschen, die bekommt man als Arzt zu spüren. Da gibt es auch ein ganz gutes Zitat von Balzac. Ich kann es jetzt im Wortlaut nicht mehr genau sagen, aber letzten Endes beschreibt er in einem Buch, das ich gelesen habe, dass die Pfarrer, die Ärzte und die Anwälte
eigentlich so alles Schlechte an einem Menschen eben mitbekommen. Also die bekommen halt diese ganzen niederträchtigen Arten, also Seiten des Menschen auch mit und behalten das halt dann auch wegen der Schweigepflicht für sich. Das ist halt auch was. Also es ist halt echt ein krass belastender Beruf auch. Und bei nicht wenigen führt die Karriere im Krankenhaus auch zu einem Burnout. Dann, was ihr habt, sind überholte Strukturen, überholte hierarchische Strukturen im Krankenhaus, in den Kliniken. Also das ist definitiv so, die Struktur ist militärisch und vielen passt das nicht. Trotzdem ist es immer noch so, dass es auch ein männerdominierter Job ist im Krankenhaus. Ich habe neulich mit ein paar Medizinstudenten in Deutschland gesprochen. Die meinten ja, sie werden, also wenn sie als Mann da auftauchen, dann sagen sie, also du bist ja nur der Quotenjunge. Du bist ja nur über die Wartezeit reingekommen. Ja, solche Sprüche hört man sich da an. Trotzdem ist es aber so, dass eben in den Chefpositionen fast nur Männer sind. Das ist halt immer noch so. Also auch krass männerdominiert jetzt für die Mädels von euch. Das ist halt auch immer noch eine Männerwelt dann in der Chefetage leider. Was sich natürlich auch irgendwann ändern wird, da bin ich davon überzeugt, dass sich in den nächsten Jahren ändern wird, aber trotzdem halt nochmal ein Nachteil. Ne? Was natürlich auch nochmal ein Nachteil ist, dass es halt so krass umkämpft ist, dass ihr dafür vielleicht auch nochmal Zeit verliert für diese Bewerbung. Und da kann ich halt auch nur wieder dafür plädieren, direkt ins Ausland zu gehen, wenn es über Hochschulstart nicht geklappt hat. Leute, macht euch nicht verrückt und macht euch vor allem nicht unglücklich. Ja, jetzt nochmal 3 Jahre eine Ausbildung. Dann halt nochmal bewerben und dadurch nochmal ein Jahr verlieren. Und weißt du, was ich was alles in TNS machen, ja? Leute, es gibt andere Wege. Ihr müsst einfach nur da ein bisschen mutiger sein, vielleicht auch mal ab von den konventionellen Vorstellungen von unseren Eltern und so weiter. Aber lasst euch nicht versklaven, sondern macht euer eigenes Ding und dann werdet ihr so viel Bereicherung davon bekommen und so viel zurückbekommen. Also wenn ich nicht ins Ausland gegangen wäre, ich wäre ein anderer Mensch. Ich hätte einfach so viel krass tolle Erfahrungen nicht gemacht. Ich hätte so viel weniger gelernt. Und ich hätte wahrscheinlich so die Persönlichkeit von so einem klassischen Junge aus einer kleinen Stadt halt. Ne? Und dadurch, dass ich jetzt ins Ausland gegangen bin, habe ich die nicht mehr. Ich habe Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe mich persönlich sehr stark entfalten können, spreche viele Sprachen sehr gut und bin Weltbürger geworden. Und wie gesagt, also damit möchte ich nicht angeben, keinesfalls. Da bin ich sehr weit davon entfernt. Ich denke jetzt auch nicht, dass jemand sagt, hey, es ist ein Angeber, sondern ich weiß eigentlich, dass die meisten es so auffassen werden, dass sie letzten Endes verstehen können, was ich meine. Ich möchte jetzt auch nicht arg viel weiter darüber sprechen, außer dass, je nachdem, welcher Typ man ist, auch das Studium an sich ein Nachteil sein kann. Denn viele stellen sich den Arztberuf sehr romantisch vor. Aber den Weg dahin, der ist halt teilweise sehr steinig. Das fängt ja schon mit der Bewerbung an. Studium kann auch eine krasse Belastung sein, psychisch, wenn man dafür nicht so geschaffen ist. Und wenn man zum Beispiel extrem perfektionistisch ist oder extrem hohe Erwartungen an sich hat, als Medizinstudent wird man denen eigentlich sehr selten gerecht. Und das kann auch große Probleme verursachen. Oder wenn man einfach nicht so gut lernen kann, sich vielleicht in der Schule schon leicht getan hat und dann in Deutschland halt wirklich auch an seine Grenzen kommt. Das kann natürlich auch sein, wobei ich auch weiß, dass es jeder schaffen kann. Und bei uns im Ausland ist es auch nicht leichtes Studium. Aber auch Leute, die hier einen sehr schlechten Abischnitt haben, kommen hier über die Runden, schaffen das. Die müssen halt mehr arbeiten, die müssen halt ein bisschen mehr tun als die anderen, die vielleicht schon in der Schule auf dem Einzellevel waren. Aber das ist wirklich für jeden machbar. Und das ist, Medizin ist nicht der schwerste Studiengang und schon erst recht nicht der mit der höchsten Abbruchquote, sondern im Gegenteil hat einer der niedrigsten Abbruchquoten. Das Physikstudium, Maschinenbau, Mathematik, ja, Chemie, diese Studiengänge, die MINT-Fächer, die sind, denke ich mal, nochmal um einiges härter. Wenn wir uns da die Abbruchquoten anschauen und die Menschen dahinter, die halt keinesfalls auf den Kopf gefallen sind, dann ist das nochmal was anderes. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich würde mich einfach freuen, wenn so viele von euch wie möglich auch hier kommentieren, denn das wird einfach noch nicht so viel gemacht und das finde ich immer so ein bisschen schade. Also ich habe auch lange passiv und still einfach zugeschaut bei den Videos auf YouTube, aber in letzter Zeit kommentiere ich einfach immer viel mehr und das ist auch echt cool. Ich schreibe euch auch immer zurück. YouTube soll ja eigentlich eine Social Media Plattform sein und nicht einfach nur eine Videoplattform. Und deswegen bitte ich euch nochmal, haut Kommentare raus, schreibt mich auch gerne persönlich an, ich antworte euch immer gerne, beantworte eure Fragen und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Marcel in Bulgarien.